Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch die Tarotkarten, die kleine Arkana, erklären. Man täuscht sich, wenn man glaubt, die Karten der kleinen Arkana wären weniger wert als die großen, den Trumpfkarten. Beide, die großen und die kleinen Arkanen, sind eine wunderbare, wertvolle Ergänzung, die gut miteinander gelegt werden können. Das Kartendeck der kleinen Arkana, wie auch bei anderen Spielkarten, sind in vier Farben aufgeteilt. Bei den Tarotkarten sind das Stäbe, Schwerter, Münzen und Kelche. Sie präsentieren sich in vier Elemente wie folgt. Die Stäbe mit dem Element Feuer. Dieses Symbol weist auf Temperament, Kreativität, Kampfgeist und Lebensfreude hin. Allerdings auch negativ auf Unruhe und Eigenverliebtheit. Die Schwerter, Element Luft. Sie stehen für Rationalität, Konzentration und Intellekt. Sie sind allerdings auch im negativen Sinn ein Zeichen für Rechthaberei und überzogenem Ehrgeiz. Die Münzen mit dem Element Erde. Sie weisen auf körperliche und finanzielle Aspekte hin, wie Wohlstand und praktische Talente. Im Positiven zeigen die Münzen Stabilität und Beständigkeit an. Im Negativen auf Streben nach Macht, Genusssucht und Materialismus. Die Kelche haben das Element Wasser. Sie sind Sinnbild für Gefühle, Seelisches und Intuition. Positiv stehen sie zur Liebe und dem Frieden. Im Negativen weisen die Kelche auf unangenehme Schmeicheleien hin. Die Asse in der kleinen Arkana versinnbildlichen immer gute Chancen betreffend der Ausrichtung des Fragenden. Bist du neugierig auf deine Zukunft? Dann melde dich bei mir und lasse dir die Karten legen. Gern beantworte ich deine Fragen. In Liebe, eure Deria.